Wir schreiben das Jahr 1268 in den nördlichen Königreichen. Bei einem blutigen Pogrom in Riva wird der Hexer Gerald von Riva augenscheinlich von einem wütenden Bauernmob getötet, weil er sich zwischen den Mob und die Anderlinge stellt, die der Mob lynchen wollte. Die Liebe seines Lebens, Zauberin Yennefer von Wengerberg und seine Ziehtochter Ciri können nur dabei zusehen. Sein Leichnam wird jedoch nie gefunden. 5 Jahre später, im Jahre 1273, taucht Geralt plötzlich wieder auf, als er desorientiert und verwirrt durch die Wälder nahe der Festung seines alten Wolfshexerordens Kaer Morhen irrt und von den anderen Hexern Eskel, Lambert und Altmeister Wesemir aufgefunden wird. Sie päppeln ihren alten Kameraden auf, der unter Amnesie leidet, sich also nicht an die Ereignisse nach seinem vermeintlichen Tod in 1268 erinnern kann. Kurze Zeit später wird Kaer Morhen jedoch von den Salamandra angegriffen, einer kriminellen Vereinigung unter dem mysteriösen Professor und dem serikanischen Magier Azar Javed. Dabei werden die wichtigen Hexergeheimnisse gestohlen. In den falschen Händen könnte durch die Geheimnisse eine Armee von Supersoldaten herangezogen werden, die unaufhaltsam wäre. So beschließen die Hexer, sich auf die nördlichen Königreiche zu verteilen, um die Salamandra zu finden und ihre Geheimnisse wiederzuerlangen. Geralt macht sich mit der Zauberin Triss Merigold nach Temerien auf, zur Hauptstadt Visima, da er gute Beziehungen zum dortigen König Foltest pflegte. Vor einigen Jahren gelang es Geralt nämlich, die Tochter des Königs, Prinzessin Adda, von einem gefährlichen Striegenfluch zu befreien. In Visima angekommen, findet sich Geralt mitten in einem Konflikt zwischen einer radikalen, militanten Vereinigung von Anderlingen, genannt die Scoia'tael, und dem fanatischen Orden der Flammenrose wieder, in die auch die Zivilbevölkerung der Region hineingezogen wird. Auf dem Höhepunkt dieses Konflikts steht die Hauptstadt Visima plötzlich in Flammen. Der Ausnahmezustand wird verhängt. Der Großmeister des Ordens der Flammenrose, Jack de Aldersberg, taucht plötzlich in Visima auf und gibt sich als Heilsbringer, der die Unruhen in Visima beenden will. Schnell wird klar, dass dieser Mann mehr im Schilde führt, als er offenbart. Geralt findet indes das Versteck der Salamandra in Visima und kann sie daran hindern, ihre Superarmee heranzuzüchten. Er tötet ihre Anführer und erhält die Hexergeheimnisse zurück. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Großmeister des Ordens der Flammenrose, Jack de Aldersberg, die ganze Zeit mit den Salamandra im Bunde war und sie auf seinen Befehl die Hexergeheimnisse gestohlen haben. Geralt macht sich auf, den Großmeister zu konfrontieren, der inzwischen versucht, die Macht an sich zu reißen. Er ist besessen von Idlines Prophezeiung, die besagt, dass das Zeitalter des Weißen Frostes kommen und das Schicksal der Menschheit besiegeln wird. Er sieht sich als derjenige an, der die Menschheit vor dieser Zukunft bewahren kann. Geralt konfrontiert den Großmeister inmitten seiner Vision und kann ihn in einem Zweikampf töten. Doch es bleibt nicht nur bei dem Großmeister. Der König der wilden Jagd erscheint, Anführer einer mysteriösen Schar von Geisterreitern, die von Zeit zu Zeit auftauchen und Menschen entführen. Er verspottet Geralt und deutet an, eine Rechnung mit ihm offen zu haben. Letztlich gelingt es Geralt jedoch, auch diesen Feind zurückzuschlagen und aus der Vision zu entkommen. Wieder in der Realität von Visima angekommen, dankt König Foltest Geralt dafür, sein Königreich bewahrt zu haben. Es steht eine große Belohnung aus, doch ein plötzliches Attentat auf König Foltest erschüttert den Hexer, der es gerade so abwenden kann. Wieder einmal steht König Foltest in Geralts Schuld. Beide wollen sich von der Identität des Attentäters überzeugen und sie stellen schockiert fest, dass es sich um einen Hexer handelt. Einen Hexer, der Geralt unbekannt ist. Hier enden dann auch die Geschehnisse von The Witcher 1. Bevor wir zu den Geschehnissen von The Witcher 2 kommen, wichtig ist, dass die Geschehnisse in The Witcher 2, je nachdem, wie man sich im Spiel in bestimmten Situationen entschieden hat, sehr unterschiedlich ausfallen können. Die folgende Zusammenfassung basiert auf den Entscheidungen, die wir in meinem Let's Play getroffen haben. Wenige Tage später wird ein weiteres Attentat auf einen König der nördlichen Königreiche verübt. So wird Demerwent III., König von Edirne, während Feierlichkeiten auf seinem Schiff ermordet und die gesamte Besatzung massakriert. Der Attentäter verschwindet spurlos. Das ohnehin innenpolitisch angeschlagene Edirne droht im Chaos zu versinken. Etwa einen Monat nach den Geschehnissen von The Witcher 1 dann befindet sich Geralt immer noch an der Seite von König Foltest, der ihn, erschüttert und verunsichert durch das versuchte Attentat auf ihn, als Leibwache hält. Normalerweise ist das keine Aufgabe für einen Hexer, doch einem König schlägt man besser keine Bitte ab. Foltest befindet sich auf einem Feldzug gegen das mächtige temerische Adelsgeschlecht der Lavalettes, da er mit Maria Luisa Lavalette ein Verhältnis hatte, aus dem Kinder hervorgegangen sind. Machtgierige, temerische Adlige, die die Krone entmachten wollen, versuchen nun, die Kinder von Foltest und Maria als Druckmittel gegen die Krone einzusetzen. Außerdem kehren Geralts Erinnerungen bruchstückhaft zurück. So beginnt er sich an seinen vermeintlichen Tod 1268 zu erinnern. Der Rest bleibt jedoch noch im Dunkeln.
Bei der Erstürmung der Burg helfen sowohl Geralt als auch Triss Merigold mit. Und seltsamerweise ist auch ein Abgesandter des Kaiserreichs Nilfgaard anwesend. Nilfgaard hat in der Vergangenheit zwei Angriffskriege gegen die nördlichen Königreiche gestartet, um sich die Länder einzuverleiben, konnte allerdings beide Male zurückgeschlagen werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt unklar, was genau Nilfgaard mit diesen diplomatischen Bemühungen zu erreichen versucht. Trotz Gegenwehr der Lavalettes gelingt es den königstreuen Truppen, die Burg der Lavalettes einzunehmen. Als sich König Foltest seinen Kindern in der Faktorei der Burg nähern will, wird er von einem Attentäter getötet, der als Mönch verkleidet war. Geralt, der neben den Kindern als einziger anwesend war, kann nur hilflos zusehen, wie das Leben in den Augen des Königs erlischt. Der Attentäter entkommt. Geralt wird von temerischen Soldaten gefunden und für den Mörder des Königs gehalten. Es kommt zu einer Untersuchung durch Vernon Roche, den Anführer der Blauen Streifen, einem temerischen Spezialverband, der vor allem für seine Brutalität im Kampf gegen die Scoia'tael bekannt ist. Geralt beteuert seine Unschuld und tatsächlich glaubt ihm Roche, doch sein Wort alleine wird nicht genügen, um Geralts Ruf wieder reinzuwaschen. Beide beschließen, den Königsmörder selbst zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen. Der Königsmörder soll bei der Flucht von einer Bande Scoia'tael unterstützt worden sein, die Roche durch Beschreibung wiedererkennt. Es sind die Scoia'tael von Yorveth, die in der Nähe von Flotsam im Grenzgebiet Temeriens ihr Unwesen treiben. Roche und die Blauen Streifen, Geralt und Triss, folgen also dieser heißen Spur mit einem Schiff dem Verlauf des Flusses Ponta entlang. In Flotsam müssen Geralt und Co. direkt mehrere Probleme lösen. Der Kommandant Flotsams, Bernard Loredo, ist ein sadistischer Rassist, der die Ortschaft zur persönlichen Bereicherung ausnimmt, wo er nur kann. Später stellt sich außerdem heraus, dass er gegen Temerien konspiriert und Flotsam an Kettwen verschachern möchte. Außerdem hat ein riesiges Monster der Kairan in der Nähe sein Lager aufgeschlagen und macht den wichtigen Seehandel in Flotsam nahezu unmöglich, sodass die dortigen Händler Geralt bitten, den Kairan unschädlich zu machen. Zuvor haben sie bereits die Zauberin Sheela de Tankerville beauftragt, die sich ebenfalls in Flotsam aufhält und mit Triss Merigold bekannt zu sein scheint. Das Verhältnis der beiden scheint jedoch eher frostig auszufallen. Geralt beschließt trotzdem, mit Sheela zusammenzuarbeiten, auch wenn ihre wahren Motive im Verborgenen liegen. Zwischendurch versuchen Geralt und Roche außerdem über Yorveth und die Scoia'tael an den Königsmörder ranzukommen, was letztlich auch gelingt. In einer alten Ruine kommt es zum Kampf zwischen Geralt und dem Königsmörder, der sich als Leto von Guleta vorstellt. Es stellt sich außerdem heraus, dass er und Geralt sich von früher kennen, Geralt ihn sogar gerettet haben soll, er sich aber aufgrund seiner Amnesie nicht erinnern kann. Der Kampf endet unentschieden und Leto kann entkommen. Er entführt Triss über eine Portalvorrichtung, die in Sheela de Tankervilles Zimmer in Flotsam aufgebaut war. Um Antworten zu bekommen, müssen Geralt und Roche den Flusslauf des Ponta weiter hinauffahren, nach Edirne, in die Nähe der Zwergenstadt Vergen. Man sagt sich häufig, wer das Pontatal kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Norden. Tatsächlich haben im Laufe der Geschichte die vier großen nördlichen Königreiche, Temerien, Redanien, Kettwen und Edirne, häufig um Gebiete des Pontatals gestritten, auch militärisch. In so einen Konflikt geraten auch Geralt und Roche, als sie nahe Vergen anlegen, um Leto und Triss zu finden. Kettwen, unter der Regentschaft von König Henselt, versucht wie früher schon mehrere Male, dem durch Demevens Tod politisch angeschlagenen Edirne das am Ponta gelegene Ober-Edirne streitig zu machen. König Henselt kampiert dabei bereits mit seiner Armee, seinem Hofzauberer Detmold und, Überraschung, Sheela de Tankerville direkt vor Vergen, während der edirnische Adel sowie Saskia, die Drachentöterin, die unter der Gemeinbevölkerung Edirns und vor allem auch unter Anderlingen große Beliebtheit besitzt, in der Zwergenstadt Stellung beziehen. Auch Yorveth und seine Scoia'tael befinden sich dort und kämpfen für Saskia, weil sie in ihr die einzige Person sehen, die einen von Edirne unabhängigen Anderlingsstaat am Ponta ausrufen könnte. Am kedwenischen Heerlager hat außerdem, wie zu Foltests Tod in Temerien, eine Delegation von Nilfgaard ihr Lager aufgeschlagen und scheint mit Kettwen zu kooperieren. Bei den Verhandlungen zwischen Henselt und dem edirnischen Adel kommt es zum Eklat, bei dem Henselt versehentlich einen alten Geisterfluch aktiviert. Fortan kämpfen die Geister kedwenischer und edirnischer Soldaten gegeneinander und stellen dabei die Geschehnisse einer vergangenen Schlacht nach, mitten zwischen Henselts Heerlager und Vergen. Geralt und Roche kommen zufälligerweise genau dann an und retten Henselt vor den Geistersoldaten. Der König verlangt von Geralt, den Geisterfluch wieder aufzulösen, damit er Vergen angreifen und Ober-Edirne Kettwen einverleiben kann. Da man einem König besser keinen Wunsch abschlägt und Geralt ohnehin ebenfalls nach Vergen muss, unterstützt er Henselt in dieser Hinsicht vorerst. Während Geralt alles vorbereitet, um den Geisterfluch aufzuheben, tauchen zwei weitere Hexer-Attentäter auf, die versuchen, Henselt umzubringen. Geralt kann das Attentat vereiteln und einen der Hexer, namens Egen, töten. Mit der Hilfe von Detmold und schwarzer Magie zapfen sie die Erinnerungen des toten Hexers an und entdecken so das Versteck der Königsmörder in der Nähe.
Geralt verfolgt den anderen Hexe-Attentäter, Serret, dorthin, der jedoch bereits angegriffen wurde und im Sterben liegt. Auch er kannte Geralt und offenbart in seinen letzten Atemzügen die Beteiligung von Sheela de Tankerville an den Königsmorden. Sie hat ihn tödlich verwundet, um ihre Spuren zu verwischen und sich Richtung Vergen aufgemacht, wo sie sich mit einer weiteren einflussreichen Zauberin treffen will, Philippa Eilhard. Geralt hebt den Geisterfluch auf. Dabei kommen weitere Fragmente seiner Vergangenheit zurück. Geralt ist damals in Riva nicht gestorben. Er und Yennefer wurden von ihrer Ziehtochter Ciri zu den Malusinseln gebracht, wo Geralt und Yennefer ein gemeinsames Leben führen wollten. Die wilde Jagd kommt ihnen jedoch auf die Schliche und entführt Yennefer. Geralt verfolgt die wilde Jagd, trifft dabei auf Leto von Guleta, Egan und Serret, die von einem Monster zugerichtet wurden. Geralt rettet sie und im Gegenzug helfen sie ihm, die wilde Jagd zu verfolgen, denn Leto kennt den Endpunkt ihrer Jagd. Geralt erwacht aus seiner Vision von der Vergangenheit. Währenddessen hat sich die kedwenische Armee nach Vergen aufgemacht und in ihrem Heerlager hat sich etwas Bestialisches abgespielt. Auf Befehl von Detmold und mit König Henzels Segen wurden Roschs Männer massakriert, der daraufhin schreckliche Rache schwört. So machen sich Geralt und Roche auf nach Vergen, einerseits um Sheela de Tankerville und Leto von Guleta zu verfolgen, Triss zu finden und Detmold und Henzel zu konfrontieren. In Vergen zerschlagen sich die Pläne jedoch. Sheela und Philippa haben sich, genau wie Leto von Guleta, Detmold und Henzel, nach Loch Muin, weiter den Ponta-Hoch aufgemacht. Denn dort wollen die Mächtigen dieser Welt, unter anderem die verbliebenen Könige der nördlichen Königreiche, Nilfgaard, andere wichtige Adelsvertreter und Zauberer, eine neue Weltordnung beschließen und Länder und Einflussgrenzen verschieben. Triss wurde offenbar auch nach Loch Muin gebracht, mittlerweile in der Gefangenschaft von Nilfgaard. Roche und Geralt folgen ihnen also. In Loch Muin eingetroffen, wenden sich Geralt und Roche erst an die temerische Delegation. Sie erfahren dort, dass Bussi Lafalette, nach Foltests Tod rechtmäßiger Thronerbe, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist und Anaïs Lafalette, seine Schwester und Nächste in der Thronfolge, von Catwen entführt wurde. Catwen unter König Henselt und Redanien unter dem sehr ambitionierten und machthungrigen König Radovid planen, Temerien und Teile Edirns unter sich aufzuteilen. Welche Rolle die Nilfgaardische Delegation spielt, ist noch unklar. Geralt und Roche haben also folgende Aufgaben zu erledigen. Triss und Anaïs Lafalette retten, Detmold seiner gerechten Strafe zuführen, Sheela de Tankerville und Leto von Guleta finden und die Hintergründe der Königsmorde aufdecken, Roche will außerdem noch, dass Temerien seine Souveränität beibehalten kann und nicht an Redanien und Catwen geht. König Radovid macht den beiden dabei einen Vorschlag. Sie befreien Anaïs Lafalette und bringen sie zu ihm, da er sie zuverlässig beschützen und unter seiner Obhut aufwachsen kann. Das sei die einzige Möglichkeit, Temeriens Souveränität zu bewahren. Geralt ahnt jedoch, dass Radovid sie als Marionette benutzen will, um ungehindert über Temerien bestimmen zu können. Geralt macht sich zum Nilfgaardischen Lager auf, um Triss zu retten, während Roche Anaïs sucht. Im Nilfgaardischen Lager kommt es zwischen den Nilfgaardern und Geralt zu einem Blutbad, weil sie Triss nicht freigeben möchten. Schillert Fitz Österlehn stirbt bei dieser Auseinandersetzung. Letztlich kann Geralt Triss befreien und bekommt von ihr einige Enthüllungen bezüglich Sheela de Tankerville und ihrer Motivation. Offenbar waren einige Zauberinnen des Nordens und des Südens in einer Geheimorganisation, der Loge der Zauberinnen, organisiert, die nach dem Zerfall des Rats der Magier gegründet worden war, um den Einfluss der Magier auf die Geschicke der Welt zu wahren. Allerdings wurde die Loge immer mehr zum Zwei-Personen-Theater der ambitionierten wie machthungrigen Sheela de Tankerville und Philippa Eilhard. Ihr Ziel war es, einen mächtigen Staat zu gründen, den die Loge kontrolliert. Als perfektes Ziel wählten sie Ober-Edirne, denn der Landstrich bot wirtschaftliche Stärke und eine schwache Führung durch König Demavent, der auch bei der Bevölkerung nicht beliebt war. So war es leicht möglich, das Gebiet Demavent zu entreißen, dafür musste Chaos gestiftet und der König beseitigt werden. So beauftragte Sheela Leto von Guleta mit dem Mord an Demavent. Angeblich soll die Loge also nichts mit dem Mord an Foltest und dem versuchten Mord an Henzel zu tun gehabt haben. Triss beteuert außerdem, dass sie von den Plänen der Loge nichts wusste, da sie unangenehme Fragen gestellt hatte, bevor die Pläne konkret wurden und sie danach nicht mehr zu den Logentreffen eingeladen wurde. Geralt glaubt seiner Freundin und eilt mit ihr zum zeitgleich beginnenden Gipfeltreffen der Mächtigen in Loch Muin. Wie zu erwarten lassen Catwin und Redanien hier die Muskeln spielen. Radovid und Henselt verkünden, dass sie Temerien unter sich aufteilen werden. Geralt und Triss beschuldigen die anwesende Sheela de Tankerville des Mordes an Demavent, woraufhin Radovid sie ergreifen lassen will. Urplötzlich taucht jedoch der Drache aus dem Prolog des Spiels auf, der auch schon gegen König Foltests Truppen gekämpft hat, und rettet Sheela. Geralt kann Sheela und den Drachen zu einem Turm verfolgen, wo er den Drachen zurückschlagen und Sheela mit den Anschuldigungen konfrontieren kann. Sie bestätigt das, was Triss zuvor offenbart hat.
Die Pläne der Loge, einen starken Staat kontrolliert von den Zauberinnen ins Leben zu rufen und den geplanten Mord an Lemmerwend. Mit Foltest und Henselt hatte die Loge jedoch nichts zu tun, denn der wahre Drahtzieher der Königsmorde sei Nilfgaard, für den Leto die ganze Zeit gearbeitet hat. Nilfgaard wollte Chaos in den nördlichen Königreichen anrichten, um dieses Mal im dritten Krieg gegen den Norden ein für alle Mal zu gewinnen. Die kaiserliche Armee soll sogar schon den Grenzfluss Jaruga überquert haben. Sheela entkommt nach ihren Erzählungen durch einen Teleport. Zurück in Lochmuin erzählt Triss Geralt, dass Leto in der Stadtmitte auf ihn wartet. Zwischendurch treffen sie auf Roche, der Anais La Follette gefunden und vor cadvenischen Soldaten beschützen will. Sie machen die Cadvener unschädlich und empfehlen Roche, Anais fernab der Adelsgeschlechter Höfe und Intrigen unterzubringen, damit sie eines Tages ihr Erbe antreten und Temerien wieder vereinen kann. In der Stadtmitte kommt es nun zum Showdown zwischen Leto und Geralt, bei dem die letzten Geheimnisse ans Licht kommen. Dabei erinnert sich Geralt auch an die letzten Ereignisse aus seiner vergessenen Vergangenheit. Nachdem Geralt, Leto und die anderen Schlangenschuhen-Hexer Gefährten wurden und die Jagd zu ihrem Endpunkt, dem Baum der Erhängten, verfolgten, um Yennefer zu retten, kam es dort im Kampf gegen die Geister der wilden Jagd. Sie stellten sich als Elfen aus einer anderen Welt heraus und es kam zu einer Pattsituation, da keine Seite die Oberhand im Kampf gewinnen konnte. Um Yennefer retten zu können, traf Geralt eine Wahl. Er bot dem König der wilden Jagd seine Seele gegen die Yennefers an und der Elf willigte ein. Später muss Geralt der wilden Jagd irgendwie entkommen sein und landete desorientiert in Kaer Morhen, wie wir am Anfang von The Witcher 1 gesehen haben. Leto kümmerte sich in Geralts Abwesenheit um Yennefer, die ebenfalls ihr Gedächtnis verloren hatte. Sie alle landeten im Kaiserreich Nilfgaard und wurden vom kaiserlichen Geheimdienst gefasst und verhört. So erfuhr Nilfgaard durch Yennefer von der Loge der Zauberinnen und ihren Zielen. Yennefer wurde bewacht und Leto bekam vom Kaiser höchstpersönlich einen Auftrag: die Könige der nördlichen Königreiche zu töten, um den Norden zu destabilisieren und die Invasion Nilfgaards vorzubereiten. Die Schuld sollte dabei der Loge der Zauberinnen angehängt werden, um zusätzlich Zwist zwischen Zauberern und Königen zu sehen. Der Kaiser von Nilfgaard versprach Leto, die Hexerschlangenschule wieder aufzubauen und zu legitimieren, damit Hexer nicht mehr wie Aussätzige behandelt werden würden. Und so nahm die Handlung von The Witcher 2 seinen Lauf. Leto kam in den Norden, knüpfte Kontakte und lernte dann Sheela de Tankerville kennen, die ihn testete und letztlich mit dem Mord an Demmerwend beauftragte. Danach nutzte er die Ressourcen, um mit Yorveth in Kontakt zu treten, mit dessen Mithilfe er schließlich Foltest tötete und es später bei Henselt versuchte. Da Sheela und Leto von einigen Leuten zusammen gesehen wurden, führten die Spuren zwangsläufig zur Loge. Nilfgaard hat am Ende also genau das bekommen, was sie erreichen wollten. Leto bestätigt, was Sheela bereits gesagt hatte. Nilfgaard hatte die Invasion der nördlichen Königreiche bereits begonnen und den Jaruga-Grenzfluss überquert. In unserem Spieldurchlauf haben wir Leto verschont, der von dannen zog. Wer weiß, ob wir ihn wiedersehen werden. Und hier endet die Handlungszusammenfassung von The Witcher 1 und The Witcher 2. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie.
Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle? Leichenfresser? Werwölfe? Erschlugen wir sie? Oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn endlich, endlich geht es los mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt, dem Rollenspiel-Meisterwerk von CD Projekt Red aus dem Jahre 2015. Die Geschichte dieses Projekts auf meinem Kanal ist ziemlich lang. Ich habe es erstmalig nämlich 2016 angekündigt, also ein Jahr nach Release, und das ist jetzt mittlerweile schon 8 Jahre her. 8 Jahre, in der Zwischenzeit hatten wir zweimal Teil 1 und Teil 2 durchgespielt. Und nun ist es endlich an der Zeit. Dieses Spiel ist in der Zwischenzeit gereift wie ein erlesener Wein. Ich kann euch sagen, wir werden uns jeden Tropfen dieses Weins vorzüglich schmecken lassen. Wir werden das Spiel so spielen, wie es das verdient, nämlich in aller Ausführlichkeit. Deswegen werden wir in diesem Let's Play auch Hearts of Stone und Blood and Wine durchspielen. Ihr seht hier unten bereits, dass die Erweiterungen installiert sind. Ich hoffe, meine einleitenden Worte vorhin konnten nochmal das ein oder andere in Erinnerung rufen, damit ihr einen möglichst wenig holprigen Story-Einstieg in dieses Rollenspiel-Schwergewicht habt. Wie gesagt, die Hintergrundgeschichte, die Welt, die Sapkowski erschaffen hat, ist mittlerweile relativ komplex. Durch die Spiele natürlich auch ein bisschen noch verbessert, beziehungsweise, was heißt verbessert, eher erweitert. Am Ende der Bücher scheint es ja so zu sein, dass Geralt von Riva stirbt. Das wurde ja auch in den Spielen mehrfach erwähnt. Das ist nicht der Fall, denn ansonsten gäbe es die Geschichte dieser Spiele nicht. Beziehungsweise hat CD Projekt Red diesen unklaren Ausgang der Bücher genommen und daraus eben halt, wie gesagt, diese wahnsinnig tolle Trilogie gesponnen. Und ja, haben gerade nochmal einen kleinen Einstieg bekommen. Der dritte Krieg zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen hat am Ende von The Witcher 2 ja begonnen. Das habt ihr gesehen. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1272. Das ist im Grunde ein paar Monate nach The Witcher 2. Nilfgaard ist es gelungen, bis an den Ponta ranzurücken, beziehungsweise Temerien und Edirne mehr oder weniger komplett zu überrennen. Ist klar, denn das waren ja genau die Länder, die am Ende von The Witcher 2 ziemlich, kopflos dastanden, kann man so sagen. Ihr König war tot, das Land zerstritten, politisch alles ziemlich unklar. Und das führte eben dazu, dass auch die militärische Stärke der Länder gelitten hat. Und so konnte Nilfgaard eigentlich relativ easy zumindest Edirne überrennen. Temerien hat noch einigen Widerstand geleistet unter Johann Natalis. Den haben wir in The Witcher 2 kennengelernt. Letztendlich konnten die temerischen
Streitkräfte allerdings Nilfgaard nicht wirklich lange standhalten. Ist klar, wir reden hier von einem sehr, sehr großen Kräfteungleichgewicht. Das führte dann dazu, dass Johann Nathalys irgendwann in die Schatten treten musste. Das heißt, er ist jetzt irgendwo im Untergrund. Die temerischen Streitkräfte, die es noch gibt, die führen Guerillataktiken gegen Nilfgaard, um ein bisschen für Chaos zu sorgen. Aber der Widersacher von Nilfgaard in den nördlichen Königreichen ist aktuell eher nur noch Redanien. Redanien hat krasse Gefechte gegen Nilfgaard geführt. Es ging hin und her und das so weit, dass wir jetzt eine Art Pattsituation haben in dem sogenannten Niemandsland von Velen. Velen ist ein Teil von Temerien, der nördlichste Teil, und grenzt wie gesagt an Redanien. Und da geht es aktuell nicht weiter voran für Nilfgaard. Das ist auch gut so, denn wenn Redanien auch noch fallen würde, dann wäre der gesamte Norden am Ende. Wir wissen, dass Redanien unter König Radovid einen ziemlich strengen, man könnte schon sagen sadistischen Herrscher hat, der aber ja immerhin ein starker König der nördlichen Königreiche noch ist, beziehungsweise eine ziemlich große Gegenfraktion, die Nilfgaard zumindest ein bisschen aufhalten kann. Zwischen all diesen Kriegswirren erleben wir nun das Ende der Geschichte von Geralt von Riva und seiner Vergangenheit mit Yennefer von Wengerberg und Ciri. Das Schwert des Schicksals wird also erneut geschwungen werden und ihr könnt sehr gespannt sein, was das denn am Ende bedeutet, was die Vorsehung damit zu tun hat und was letztlich Ciris Schicksal ist, denn sie steht im Mittelpunkt des Ganzen, auch im Interesse von Nilfgaard bzw. des nilfgaardischen Kaisers Emhyrvar Emrys. Aber, wie gesagt, das erlebt ihr in diesem Spiel. Wir spielen die Version 4.4. Da ist unter anderem ein Next-Gen-Patch mit bei, der die Grafik nochmal ein bisschen aufgebaut hat. Das Spiel sieht auch heute noch gut aus, also das ist wirklich schön anzusehen. Von der Performance her passt es soweit auch, insofern mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr werdet großen Spaß an diesem Projekt haben. Wir werden jetzt deswegen ein neues Spiel starten. Wir werden von vorne natürlich beginnen. Schwierigkeitsgrad habe ich mir überlegt, dass wir den zweithöchsten nehmen werden, Blut, Schweiß und Tränen. Da müssen wir nämlich auf jeden Fall auch etwas nachdenken, beziehungsweise unsere Ressourcen und Rohstoffe sinnvoll einsetzen. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich möchte. Ich möchte nicht easy durch das Spiel laufen. Das wäre, glaube ich, vor allem bei so einem langen Spiel etwas schade. Also müssen wir uns schon ein wenig Gedanken machen und unsere Rohstoffe, Ressourcen, Tränke, Öle, Fallen, Bomben, alles was es so gibt, auch wirklich einsetzen. Die Tutorials werde ich anlassen. Es gibt einige Unterschiede im Gegensatz zum Vorgänger. Also da hat sich ein bisschen was getan. Und ich möchte, dass ihr da einen guten Einstieg in das Spiel bekommt. Deswegen werden wir die anlassen. Spielstand aus The Witcher 2 kann man simulieren. Das heißt, man muss das Spiel nicht unbedingt gespielt haben. Ich würde das natürlich trotzdem empfehlen, weil es einfach besser ist. Man kann sich auch Zusammenfassungen vorher durchlesen und es halt nicht spielen. Das geht auch, aber man fühlt The Witcher 3 ganz anders, wenn man die Vorgänger gespielt hat. Insofern würde ich jetzt sagen, importieren wir einen Spielstand. Wir haben ziemlich viele Spielstände, wenn man mal hier schaut. Das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, welchen wir dann nehmen. Also wir nehmen am besten, das war alles eine manuelle Speicherung, wir nehmen am besten mal den neuesten, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht genau, welcher das ist. Da haben wir einmal 1547, 26. Okay, das heißt, der neueste müsste eigentlich der hier sein vom 14. März. Ja, das sieht doch gut aus. Dann nehmen wir den doch und starten das Spiel mit der Cutscene. Yeah.
Einige Jahre zuvor in Kaer Morhen, Festung der Hexer, Ufer des Gwenlik. Oh, Daddy, so wurde ich schon lange nicht mehr begrüßt. Okay. Das Ding will man nicht an seinem Schlong haben. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Tja, und da sehen wir sie gleich zum ersten Mal in-game. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Wie sie ihn mit so einem halben Slap verabschiedet hat. Rabenschwarzes Haar. Geruch nach Flieder und Stachelbeeren. Yennefer von Wengerberg. Ein fließender Übergang zum Gameplay. Bevor wir jetzt hier mit dem Tutorial anfangen, das in Kaer Morhen, wie gesagt, stattfindet, und zwar weit vor The Witcher 1 noch. Einmal eine kleine Einordnung zu der Intro-Sequenz, die wir gerade eben gesehen haben. Also Yennefer war im Grunde getrappt, beziehungsweise inmitten eines Kampfes zwischen vermutlich Nilfgaard und Temerien. Genau habe ich das jetzt nicht gesehen. Nilfgaardische Soldaten haben wir erkannt. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, aber es würde Sinn ergeben, wenn das Temerien war. Denn Yennefer ist wahrscheinlich aus Nilfgaard abgehauen, zumindest sah es so aus. Näheres wissen wir aktuell noch nicht. Und sie hat sich dann eben in den Norden aufgemacht, um vielleicht Geralt zu suchen. Und da ergibt es Sinn, dass sie durch Temerien gekommen ist. Und da fanden ja diese krassen Kämpfe zwischen Nilfgaard und einer anderen Fraktion, in dem Fall eben dann Temerien, statt. Nach The Witcher 2 hat sich Geralt wieder auf den Pfad des Hexers begeben, nachdem er ja eigentlich vorher ziemlich eingespannt war durch sämtliche Könige, die ihn in die Politik mit reingezogen haben, was er ja eigentlich gar nicht will. Er hat sich also wieder auf den Pfad des Hexers begeben und hat mit Wesemir, seinem Hexer-Altmeister, zusammen versucht, Yennefers Spur zu folgen, da er sie ja schon ziemlich lange sucht und durch seine wiedergekommenen Erinnerungen ja auch jetzt eine Spur hatte. Ja, und jetzt erleben wir einen Traum. Was genau werden wir in diesem Traum sehen, das erlebt ihr jetzt hier in diesem Tutorial. Willkommen beim Tutorial, willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, in denen du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Das werden wir aber wie gesagt nicht tun. Ich finde es sinnvoll, auch weil ich das Spiel ja selbst lange nicht mehr gespielt habe und ihr zuschaut, dass wir da wirklich alles mitnehmen, was man an Tutorial haben kann. Neue Quest, Kaer Morhen. Wir werden uns jetzt erstmal ein wenig umsehen. Charaktereintrag hinzugefügt, Yennefer von Wengerberg. Wir können uns ganz normal mit WASD bewegen, das kennen wir. Wir sehen oben, im oberen rechten Bildschirmrand sehen wir die Minikarte und unsere Ziele. Außerdem eine Uhr, die anzeigt, welche Tageszeit wir haben, wie das Wetter gerade ist. Es gibt ein Wettersystem in diesem Spiel, dynamisches Wetter, ganz cool.
Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt dann den aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Außerdem sehen wir ja gerade auf der Minimap so einen gelben Kreis. Das bedeutet, dass man manchmal keine genauen Orte bekommt, wo eine Quest weitergeführt werden kann, sondern so ein Suchradius sozusagen, wo man dann schauen muss. In dem Fall ist es jetzt hier auch so. Hier steht nur, dass unser Ziel in der Nähe ist. Wir werden das dann demnächst dann nochmal sehen können. Außerdem sehen wir unter der Minimap, finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Das werden wir dann gleich auch tun. Die Hexersinne können wir mit der rechten Maustaste einsetzen. Und das ist ganz cool gemacht. Die Hintergrundmusik wird so ein bisschen leiser. Und es ist so, als würden wir in uns selbst kehren und also bestimmte Geräusche zum Beispiel besser wahrnehmen. Außerdem werden Gegenstände, mit denen man interagieren kann, besonders hervorgehoben. Das sehen wir hier an diesen roten Schimmern. Da können wir uns ja erstmal hier umsehen. Was haben wir denn hier Feines? Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ja, auf jeden Fall wird hier fürstlich gespeist, wie wir sehen. Da liegt Brie Larson da, der Käse. Weintrauben, Brot. Ja, so kann es sich leben lassen. Hier der Zubau, aus dem wir gerade gestiegen sind. Hier haben wir ein Buch, was wir allerdings nicht aufnehmen können. Und hier war doch auch etwas genau. Was haben wir denn hier? Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Zahn. Das solltest du wissen. Natürlich ein Modekenner wie Geralt wusste das natürlich. Also gar keine Frage. Da drüben ist noch etwas. Ihr Parfum. Und das riecht wahrscheinlich nach... Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Aber das ist das Gute! Von L'Oreal! Ja, das Parfüm von L'Oreal, klar. Hier sehen wir ansonsten nichts mehr. Wir können aber auch doch da. Was haben wir denn hier? Das Teil, was du letzte Nacht anhattest. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Aber du hast doch manchmal gar keine Unterwäsche an. Naja, jetzt aktuell schon. Ihr seht übrigens, dass wir das Tattoo der blauen Streifen immer noch haben. Von unserer durchzechten Nacht. Das hätte man in The Witcher 2 halt entfernen können, wir haben es nicht getan. Und deswegen ist es natürlich auch noch da, weil wir den Spielstand importiert haben. Finde ich irgendwie super lustig, dass wir das noch haben. Allerdings ergibt das, glaube ich, keinen Sinn, dass das Tattoo jetzt da ist. Denn diese Sequenz hier spielt, wie gesagt, lange vor The Witcher 1, also vor den Spielen. Und daher können wir das Tattoo theoretisch noch gar nicht haben. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber naja. Reden wir mal mit Jennifer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu wagen. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Lass uns unvernünftig sein. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Oh Mann, der sagt sich schon gar nichts mehr. Denkt sich nur, oh Gott, Trottel. Ja, es gibt einen Ort hier in diesem Raum, beziehungsweise außerhalb des Raums, wo wir die grafische Wucht dieses Spiels nochmal schön zu spüren bekommen, wenn man hier rausgeht. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Yep, diese nebelverhangenen Gipfel da oben, die Wolken, Sonnenlicht, die Vögel, die Bäume. Das ist echt Wahnsinn. Was das angeht, ist dieses Spiel einfach immer noch beeindruckend, wie ich finde. Und das nach 8 Jahren, das heißt schon was. Da unten sehen wir übrigens, man kann sie da jetzt unten, guckt mal nach ganz unten rechts dort. Dort könnt ihr sie sehen, Ciri, wie sie, ja, die Hexerstile trainiert. Sie sollte ja zur Hexerin ausgebildet werden. Hin und wieder kam da was dazwischen, aber dazu später mehr. Ja, und jetzt müssen wir immer noch den Schlüssel finden, aber der scheint hier zu liegen. Da ist er. Quest aktualisiert. Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. Easy.
Und schon geht's weiter. Begib dich auf die untere Etage. Ich mochte Kaer Morhen immer sehr gerne. Ich fand's schade, dass man in The Witcher 1 nur so wenig dort war. Hat so seinen ganz eigenen Flair und da schläft jemand. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Wir haben sie verwöhnt. Sei nicht wütend auf sie. Wir gehen mal mit Nummer 1. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Tja, und wenn man nicht gut genug übt, ist man nicht sehr lange Hexer. Und da sehen wir sie zum ersten Mal in-game. Ciri. Ein bisschen jünger als aktuell, aber da ist sie. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Er kann es gar nicht fassen. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Mach es einfach besser. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja, jetzt könnte man das Ganze skippen, wenn man das Spiel zum Beispiel schon gespielt hat, aber wir nehmen das Tutorial auf jeden Fall mit. Na klar! Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wir lernen also das Rennen. Wenn du fällst, vielleicht. Ja, und das Clipping-Fehler ganz normal sind, auch in einem Meisterwerk. Mit Leertaste oder W können wir über so leichte Hindernisse... Was habe ich dir übers Atmen gesagt? ...rüberspringen. Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Wir dürfen nicht aus großer Höhe fallen, denn dann kriegen wir einen Lebensabzug. Ciri, lass den Quatsch. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade macht, by the way. Wir fallen jetzt erstmal hier runter. Wo ist sie denn? Ah, sie holt uns gleich ein. Wir lassen ihr vielleicht eine Chance. Mit der Taste springen wir. Und wenn wir die Umschalttaste gedrückt halten, dann rennen wir.
Ja, und sind dann ganz schnell im Innenhof unten. Ja, diesen Ort kennen wir auch noch ein bisschen tatsächlich, von früher. Wo wir gegen die Salamandra und Savola gekämpft haben. Die ja die Hexerfeste hier angegriffen haben, um die Geheimnisse zu stehlen. Ja, und da sehen wir schon die anderen Hexer. Hello. Eskel und Lambert. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Oho. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Zwei. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Die Attrappe ist ein mehr als würdiger Gegner für dich. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ja, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, ein Tutorial zu überspringen, da das Kampfsystem von The Witcher 3 aber sich durchaus zu dem aus Teil 2 unterscheidet, nehmen wir hier das Kampftutorial mit den Grundlagen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Stahl für Menschen. Zieh das Schwert, Geralt. Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden, sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Ja, das kennen wir im Prinzip schon aus den anderen beiden Teilen. Hier müssen wir jetzt unser Schwert ziehen mit Druck auf 1 und können jetzt auch einen Gegner anvisieren. Mit Y, um ein Ziel anzuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Ja, Wesemir wird uns auch gleich mal als Big Boss angezeigt. Wir müssen jetzt erstmal den schnellen Kampfstil verwenden, beziehungsweise schnelle Schläge. Das machen wir einfach mit einem Druck auf die linke Maustaste. Hua, hua, hua. Nun die schweren oder starken Schläge. Mal gegen einen Hexer gekämpft. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Jetzt müssen wir warten, bis Wesemir angreift. Und dann müssen wir ausweichen. Und zwar indem wir WASD und Alt drücken. Je nachdem, in welche Richtung wir ausweichen wollen. Im letzten Moment dann halt. Das hat geklappt. Jetzt können wir das Ganze auch noch mit Rollen machen. Das kennen wir aus den Vorgängern, zumindest aus Teil 2. Damit legen wir eine größere Distanz zurück. Jetzt können wir Angriffe parieren. Rechte Maustaste gedrückt halten. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später.
Perfekt. Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners rechte Maustaste, um einen Gegenangriff auszuführen. Da dürfen wir die halt nicht gedrückt halten, die Taste, sondern einmal kurz. Schlag gegen Schlag. Mist. Na komm, greif an, alter Mann. Kann halt helfen, um Gegner aus der Balance zu bringen, um dann Folgeangriffe starten zu lassen. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Ja, wir haben wieder hier so ein Ringmenü, wo wir verschiedene Sachen auswählen können. In dem Fall jetzt Quen, das Hexerzeichen des Schutzschildes. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Bursch. Nichts passiert. Da wirkt er den Schutzschild auch. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Alles klar, kannst du haben. Das Feuerzeichen. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Das wird kurz und schmerzhaft. Art, Geralt. Na los. Kannst du auch haben. Das Luftzeichen, telekinetische Druckwelle. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Ja, Axi habe ich nie wirklich viel eingesetzt. Gedankenbeeinflussung. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Ja, Irden ist das Fallensymbol. Das kann man auf den Boden setzen. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Auch Bomben sind wieder mit am Start. Hier sehen wir die Trainingsbombe. Die nehmen wir dann auch einmal direkt. Und werfen sie mit Mausrad. Uff. Na, wie sieht's aus? Seid ihr schon müde? Was ist das für ein Paarungstanz? Ist es der siamesische Schwertstil? Scheint so. Komm schon! Wie soll er denn noch näher an dich rankommen? Kannst du mir das mal erzählen? Das ist einfach nicht möglich. Er ist schon in dir drin. Okay. Stelle dich an den markierten Ort. Machen wir doch glatt. Ziele auf den markierten. Ah, okay. Jetzt sollen wir mit der Bombe zielen. Freistil-Training. Das Kampftutorial ist jetzt vorüber. Du kannst nach Belieben mit Wesimir weiter trainieren. Beende das Training, indem du das Schwert mit C wegsteckst. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Ja, machen wir. Ein bisschen können wir ja noch kämpfen. Wie wär's mit Art? Was denn? Verlieren wir die Nerven? Autsch. Ich verliere gleich meinen Kopf, wenn das so weitergeht. Und jetzt? Ich brauch Quen. Ich habe das Gefühl, ich sollte das lieber abbrechen, bevor ich einfach sterbe. Stirb. Stirb. Geil. Das sind Trainingskämpfe, Leute. Oh. Ha! Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Wo ist sie? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Thank you.
Weißt du? Blut? Oder was ist da drunter? Der ewige Frost. Die wilde Jagd. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein. Zum Glück war das nur ein schlimmer Traum. Aber wir wurden gewarnt. Die wilde Jagd ist auf der Suche nach ihr. Was passiert in der Gegenwart? Temerienstraße nach Vesima, Mai 1272. Alles klar? Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich habe von Kaer Morhen geträumt und den ewigen Frost, den weißen Frost. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Dann haben wir mit Ciri geübt. Sicher, das ist nicht das Problem. Ja. Ich weiß, das ist es nicht. Du hast ihre Spuren gesehen. Sie reitet pausenlos im gestreckten Galopp mit halsbrecherischem Tempo durch die Wildnis, über verwüstete Schlachtfelder. Hat es eilig, irgendwo hinzukommen oder vor irgendwas zu fliehen. Es sieht so oder so nach Ärger aus. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht in Schwierigkeiten wäre. Für Ärger hatte sie schon immer einen Riecher. Hofintrigen hier, Magier, Verschwörungen dort. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Hab mir wohl eingebildet, dass alles ruhiger wird, wenn wir endlich wieder zusammen sind. Jedenfalls für eine Weile. Ruhig? Mit Yennefer? Viel Glück. Ja, da hat er wohl recht. Ein aufregendes Leben mit dieser Frau. Niemals ruhig. Andererseits ist es mit Geralt auch nie ruhig. Er will ja, dass es ruhig ist, aber es klappt halt einfach nie. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. In meinen Träumen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Das kann sein, ja. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Zeit zum Aufbruch. Wo immer wir hin auf dem Weg sind. Ich meine, wir folgen Yennefer gerade aktuell, beziehungsweise zumindest ihren Spuren. Aber wo will sie hin? Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima.
Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ja, das wir mal als Bett benutzt haben, ja. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Muss halt spannend zurück bleiben. Zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Mist. Monster. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die, er verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen sollst. Das ist gut. Das würde ich sonst garantiert vergessen. Wir wurden gerade getroffen. Die Ghule sind zum Glück jetzt eigentlich kein so großes Problem. Zumindest sollten sie das nicht sein. Wir müssen mal eben gucken, dass wir vielleicht ein wenig Feuer machen. Und dann nochmal Art hinterher. Out. Mir fehlt gerade die Ausdauer, habe ich gerade gesehen. Ein bisschen zurückweichen. Und Art! Erledigt. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fähigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Das kennen wir auch aus The Witcher 2. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfs verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ja, die flattern halt Leichen, ne? Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Oha. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke R oder F, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Ja, wir sehen das auch gerade. Brot und Wasserflasche. Wir haben auch ein paar Erfahrungspunkte erhalten und werden jetzt erstmal aufnehmen, was die Nekrophagen so dabei hatten. Einmal Giftextrakt und Ghoulblut. Sehen wir hier sonst noch etwas? Da vorne ist noch Loot. Kristallschädel. Vogelschädel. In schwarzem Kristall. Warum glaube ich, dass er Yen gehört? Ja, weil das ziemlich wahrscheinlich ist, dass er ihr gehört. So, hier nehmen wir jetzt erstmal alles. Monsterklaue auch nicht schlecht. Hallo Plötze. Ja, das erste Mal in der Witcher-Reihe haben wir es hier mit einer Open World zu tun, die ziemlich riesig ist, aber auch trotzdem in unterschiedliche Gebiete eingeteilt ist. Wir werden jetzt erstmal, bevor wir mit dem Spiel weitermachen, einmal durch die Menüs gehen. Ups. Jetzt habe ich mein Pferd vertrieben. Na ganz toll. Da müssen wir die Reise wohl zu Fuß antreten. Nein, ich möchte jetzt einmal mit euch durch die verschiedenen Menüs gehen und wir fangen an mit dem Inventar, das ganz anders aussieht als in The Witcher 2 zum Beispiel. Inventar. Hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Reisetasche. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz befinden. Gegenstände filtern. Mit Hilfe der Filter kannst du Gegenstände einer bestimmten Art anzeigen. Und unten rechts die Werte. Hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten. Außerdem Gegenstände ausrüsten. Um einen Gegenstand auszurüsten, ziehe ihn von deiner Tasche an einen entsprechenden Platz oder führe einen Doppelklick darauf aus. Inventarfilter. Dieser Filter zeigt Handwerkskomponenten und alchemistische Zutaten, also die Zahnräder. Dann haben wir Questgegenstände und Objekte, die in keine andere Kategorie passen. Dann Lebensmittel und Objekte für Plötze.
dann Öle, Tränke und Bomben und Waffen und Rüstungen, von denen wir im Spiel jede Menge finden werden, also deutlich mehr als in The Witcher 2. Inventarbeschreibungen der Gegenstände können wir mit der mittleren Maustaste vergrößern oder verkleinern. Drücke X, um in der Vorschau anzusehen, wie ein Gegenstand an Geralt aussehen wird. In der Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht tragen kann. Drücke F, um die Reihenfolge auszuwählen, in der die Gegenstände angezeigt werden. Halte C gedrückt oder drücke C, um im Wertefenster deine Charakterwerte anzusehen. Ja, das sehen wir hier unten auch nochmal. Was können wir eigentlich ausrüsten? Natürlich das Stahlschwert und das Silberschwert. Wir sehen hier grundsätzlich einmal, dass das Silberschwert deutlich mehr Schaden macht als das Stahlschwert. Das ist aber so gewollt. Unser Stahlschwert hat aktuell auch noch Rüstungsdurchbohrung dazu. Ganz gut. Wir sehen außerdem, wie viel der Gegenstand wiegt. In diesem Fall 1,74. Daneben sehen wir die Haltbarkeit des Gegenstandes. Das heißt, unsere Schwerter können tatsächlich auch kaputt gehen und machen dann viel weniger Schaden. Und wie viel Orans der Wert ist. Ich weiß gar nicht, ob es hier Orans sind oder Novigrader Kronen oder so. Könnte beides sein. Das Silberschwert ist natürlich viel mehr wert. Dieses Silberschwert hat allerdings nicht die Möglichkeit, Rüstungsdurchdringung zu machen. Außerdem haben wir auch eine Fernkampfwaffe. Zumindest haben wir die Munition schon dafür, das sind hier die Bolzen, aber eine Fernkampfwaffe an sich haben wir noch nicht. Hier sehen wir die Konsumgüter. Scheint wichtig zu sein, hier Nahrung zu sich zu nehmen. Dann haben wir hier Bomben, Masken, Taschen, verschiedene Sachen. Mit der Fackel aktuell können wir zum Beispiel ein schwaches Licht erzeugen, was zum Beispiel in einer Höhle ja ganz nett ist. Dann haben wir hier Trophäen, Sattel für Plötze. In dem Fall bringt der 20 Ausdauer für Plötze. Scheuklappen und Satteltaschen. Wir können also unser Pferd auch wirklich ausrüsten. Wir sehen, wir haben über 2000 Vitalität. Vergiftung sind wir gerade bei 0, ist klar. Wir haben ja auch keinen Trank getrunken. Und dann haben wir hier unsere Kaer Morhen-Ausrüstung. Wir sehen die Rüstungswerte. Wir sehen, was für Resistenzen die einzelnen Teile gewähren. Zum Beispiel unsere Rüstung 10% Resistenz gegen Schaden durch Monster. Oder Aufschützenresistenz, Elementarresistenz und so weiter und so fort. Ja. Und hier sehen wir auch Tränke, die wir schon haben. Das ist einmal der Waldkauz, den kennen wir ja auch. Vergiftung kann halt bis auf 100% gehen. Das wäre allerdings schlecht für uns. Hier sehen wir, dass der Waldkauztrank 20% Vergiftung bewirkt. Wirkdauer ist 30 Sekunden. Ausdauerregeneration im Kampf ist plus 5%. Ziemlich gut also. Und hier sehen wir die Wolfsstunde. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Ganz nützlich, wenn man stärkere Gegenstände anlegen will, das aber gerade sonst noch nicht könnte. Ja, ansonsten haben wir hier den Questgegenstand in den Kristallschädel. Und Yennefers Brief. Bücher und Schriftrollen. Wechsle mit A und D zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie dem Fenster Bücher im Glossar hinzugefügt. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Visima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin, Yennefer. PS, ich habe das Einhorn noch. Oh Mann, das ist echt... Aktuell haben wir keine anderen Schriftstücke, deswegen können wir uns nur das durchlesen. Hier sehen wir außerdem die... Monster-Zutaten, die wir gerade gefunden haben, beziehungsweise die Handwerkszutaten, Alchemie, Ghoulblut, auch relativ relevant, würde ich mal sagen. Wir haben hier 6 von 60 gerade belegt an Gewicht. Das geht also wesentlich schneller voll als in The Witcher 2, da müssen wir also aufpassen. Da bin ich mal gespannt, wie ich mich da so schlagen werde. Außerdem sehen wir hier eben noch unsere Werte, die Armbrust. Da haben wir gerade keinen Wert, keinen Schaden, nichts. Rüstung 21. DPS mit dem Stahlschwert, also Damage per Second, ist bei 40. Mit dem Silberschwert durchaus mehr. Und hier haben wir Vitalität insgesamt auf 3500. Aber jetzt aktuell reduziert auf 2000, weil wir einige Schläge abgekriegt haben. Zusätzlich haben wir gerade nichts. Ausdauer haben wir 100. Und Zeichenkraft plus 0%. Ja. Allerdings sehen wir rechts auch noch Zusatzwerte. Zum Beispiel, dass Quen den physischen Schaden um 200 reduziert. Igni macht 100 Feuerschaden und so weiter und so fort.
Auch diese Werte kann man im Laufe des Spiels halt noch verbessern. Dann haben wir das Alchemiefenster. Rezepte und Schemas anheften. Wenn du im Handelsfenster sehen willst, welche Komponenten oder Zutaten dir noch für ein Rezept oder Schema fehlen, wähle eins aus und führe Aktion Anheften durch. Wenn du ein Handwerksschema oder ein alchemistisches Rezept anheftest, wird eine Liste aller zur Verfügung Herstellung des Gegenstands erforderlichen Komponenten oder Zutaten im Handelsfenster angezeigt. Das hilft dir, den Überblick darüber zu behalten, was noch fehlt. Ja, wir sehen hier einmal die alchemistischen Substanzen. Diese Mutagene, die kennen wir ja auch schon. Und wir sehen, dass die auf jeden Fall auch Einflüsse haben auf unsere Werte. Zum Beispiel verbessert das große grüne Mutagen hier unsere Vitalität. Dafür bräuchten wir ein kleineres Mutagen. Dieses hier. Und ja, wir haben ansonsten nicht besonders viele Schema gerade. Alkohest wird für alchemistische Zubereitungen verwendet. Leere Flasche, Kirschlikör, Nilfgaardischer Zitronenwodka, Balissafrucht. Den braucht man halt für Tränke und Co. Außerdem haben wir hier Kartätsche. Salpeter und Calcium Equum brauchen wir dafür. Fügt Gegner einem Explosionsradius Schrapnellschaden zu, bewirkt etwas Feuerschaden, zerstört Monsternester. Also schon hilfreich. Samum kennen wir ja auch, blendet Gegner im Explosionsradius. Tränke haben wir aktuell 3 zur Verfügung. Einmal Katze, ermöglicht das Sehen in völliger Dunkelheit, erhöht die Chance auf kritische Treffer. Das ist neu. Hurra, hurra, die Schule brennt. Nein, das war in den Vorgängerspielen nämlich nicht so. Schwalbe kennen wir auch. Beschleunigt die Vitalitätsregeneration. Wenn Schaden erlitten wurde, setzt die Vitalitätsregeneration 2 Sekunden lang aus. Und dann haben wir weißer Honig. Hebt eigene Vergiftung sowie die Effekte anderer Tränke vollständig auf, wenn man halt neue Tränke reinnehmen will. Bei Öle haben wir aktuell das Geisteröl gegen Geister halt. Nekrophagenöl gegen Nekrophagen. Dann sind wir bei Handwerk. Nur Waffenschmiede können Waffen und nur Rüstungsschmiede können Rüstungen herstellen, also schön logisch. Suche nach Symbolen, die ihren Standort auf der Karte und Minikarte anzeigen. Wir sehen hier zum Beispiel angereicherte Dimetriumplatte. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet, ist ein Relikt. Anforderung des Handwerkers, Handwerker Großmeister. Also das werden wir auch eine ganze Weile lang erstmal nicht machen können. Diese ganzen krassen Gegenstände hier. Durchdrungener Staub. Gegerbtes Drakonidenleder. Kupfer. Kupfer sieht schon ein bisschen normaler aus, würde ich mal sagen. Leinen. Meteoritenbarren. Zirikanisches Pulver. Ja, und da sehen wir hier zum Beispiel schon die Kriegerlederjacke, die unsere Werte deutlich verbessern würde. Dafür brauchen wir aber hier verschiedene Teile, die wir noch nicht haben. Aber finde ich ganz cool, dass wir da schon direkt Möglichkeiten haben. Plunder. Heft. Okay. Haben wir Schwerter? Nee, ne? Schwerter, da haben wir noch keine Schema. Oder Schemata. Vielleicht ja später mal. So, dann haben wir Bücher. In diesem Fenster kannst du alle Bücher und Schriftrollen lesen, die du gefunden hast. Selbst wenn du sie verkauft hast, findest du hier ihre Inhalte wieder. Das ist praktisch. Wir haben also ein Superbrain. Aktuell haben wir ja nur ein Questbuch und das ist Jennifers Brief. Dann sehen wir hier die Charaktere, die wir bisher kennengelernt haben. Man kann theoretisch in The Witcher jede Menge lesen. Das werden wir gleich auch, by the way, noch tun, damit ihr ja für die wichtigsten Charaktere hier auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Einstieg habt, falls ihr die anderen Projekte jetzt nicht gesehen habt. Hier könnten wir jetzt alle Tutorials uns nochmal anschauen. Und hier sehen wir unser Bestiarium. Da haben wir aktuell nur Ghule besiegt. Hier steht auch immer, was ich sehr praktisch finde, was wirksam im Kampf gegen den bestimmten Monstertyp ist. In diesem Fall hilft natürlich das Nekrophagenöl. Ghule kriechen nachts heraus, halten ihren Leichenschmaus. Lebt ein Schmaus noch irgendwie, kein Problem, den töten sie. Ghule und Graveire sind schwer zu beschreiben. Man könnte behaupten, sie sehen menschenähnlich, doch tatsächlich sind sie die reinste Negation alles Menschlichen. Sie haben Arme und Beine wie Menschen, doch sie laufen auf allen Vieren wie Hunde oder Dachse. Sie haben menschenähnliche Gesichter, doch nach Zeichen von Erkennen, Vernunft oder auch nur Bewusstsein sucht man daran vergebens. Sie werden nur von einem einzigen Trieb gesteuert, der unstillbaren Gier nach Menschenfleisch. Klingt irgendwie nach meinen Schwestern. Naja, ist ja auch egal. Genau, diese Menüs haben wir also. Dann lesen wir jetzt einmal die Charaktere vor.
Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. Was kann ich über sie sagen? Dass ihr Spitzname Ciri ist, dass sie 1251 geboren wurde. Das heißt, sie ist jetzt wie alt? 21. Ja, sie ist jetzt 21. Dass sie aschblondes Haar und eine Narbe auf der Wange hat? Das ist alles wahr und das ist die Cirilla, die ich am besten kenne, die ich vor all den Jahren zum ersten Mal sah und die nun zwar nicht ganz normal erscheint, aber gewiss nicht so außergewöhnlich, wie sie ist. Denn Cirilla ist auch eine ausgezeichnete Hexerin, Erbin mehrerer Throne, die letzte Trägerin des älteren Bluts, eine mächtige Quelle mit außergewöhnlichen magischen Talenten und die Herrin der Zeiten und Welten. Angesichts dessen scheinen Details wie ihre Haarfarbe und ihr Geburtsdatum doch recht nebensächlich. Ich könnte auch erzählen, dass sie Geralds Adoptivtochter ist. Aber das wäre grob vereinfacht. Ciri ist viel mehr. Sie ist sein Schicksal, sein Überraschungskind mit den unauflöslichsten Fesseln des Schicksals an den Hexer gebunden. Nach uralter Hexertradition brachte Geralt Ciri nach Kaer Morhen hin, als sie in seine Obhut kam. Dort unterwiesen er und Vesemir sie in der Kunst des professionellen Monstertötens. Zu dieser Zeit offenbarte sie ihre magischen Talente und es wurde klar, dass Ciri eine Quelle war. Ciris Gabe erwies sich ebenso sehr als Fluch. Sie würde eines Tages der Grund sein, dass sie sich vor der Welt würde verstecken müssen. Auch vor Geralt. Das wird auf jeden Fall wichtiger Bestandteil und Plotpunkt dieses Spiels. Dann haben wir Eskel. Eskel und Geralt waren in mancherlei Hinsicht wie Brüder. Sie waren gleich alt und kannten sich seit jenen frühen Kindertagen, als sie auf Kaer Morhen ihre Holzschwerter geschwungen hatten. Sie hatten vieles gemeinsam durchgemacht. Die erste Selektionsrunde, die mörderischen Mutationen, die Kräuterprobe und die Spur jenen teuflischen Hinderniskurs der Hexer. Außerdem hatten sie mehr als einmal wegen kindischer Streiche ihre Strafe kassiert. Als Erwachsene gingen sie getrennte Wege, verbrachten jedoch fast jeden Winter gemeinsam auf Kaer Morhen, um das Ende der Kälte abzuwarten, auf ihre Erfolge anzustoßen und gefallener Kollegen zu gedenken. Eskels Ruf hatte zwar nicht den Donnerhall von Geralds Ruf, doch Eskel war so erfahren wie der Weiße Wolf und führte seine Aufträge sorgfältig und effizient aus. Auf seinen Jagden war er dem Tode viele Male um Haaresbreite entronnen. Eine Ironie des Schicksals, dann, dass die Narbe auf seinem Gesicht nicht von einer Monsterklaue stammte, sondern von der Klinge Daedre Ademains, seines Überraschungskinds. Geralt von Riva. Wow. Die wenigsten können die Freundschaft erahnen, die mich nun seit einem Vierteljahrhundert mit Geralt von Riva verbindet. Das schreibt übrigens wieder Rittersporn. Als wir das erste Mal gemeinsam gegen das Böse zu Werke gingen, behaupteten böse Zungen, dass er mich besser hätte ausrauben, aufschlitzen und einen Höhlenbaumstift zurücklassen sollen, da sonst sicherlich irgendwann ein anderer dasselbe mit uns machen würde. Doch diese Zungen sprachen nur aus reiner Eifersucht, denn Geralt war mein bester Freund, was er bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder unter Beweis stellte. Ich könnte eine Menge über diesen weltbekannten Monsterjäger sagen, jenen Mann, der in der älteren Rede unter dem Namen Gwynplaine und in der jüngeren, obgleich nicht weniger noblen, als der Weiße Wolf bekannt ist. Geralt von Riva ist ein wahrhaft außergewöhnlicher Mann. Wer ihn nur flüchtig kennt, mag ihn für einen einfachen Schwertkämpfer, einen Monsterschlechter, einen wilden Kerl halten, der ein dreckiges Handwerk verrichtet. Aber auf den zweiten Blick ist er ein Mann, der ungeahnte Tiefe besitzt, einzigartige Ansichten vertritt und über einen gewaltigen Erfahrungsschatz verfügt. An der Oberfläche wirkt er zurückgezogen und wortkarg, manche würden ihn sogar unwirsch nennen. Dahinter verbirgt sich jedoch ein gewaltiges Meer an Güte, Humor und ehrlicher Bereitschaft, seinen Freunden zu helfen, sei es durch einen guten Rat oder die meisterliche Beherrschung seiner Klinge. Mögen sein Erscheinungsbild auch schroff und seine Manieren bisweilen auch ungepflegt sein, beim sanften Geschlecht findet er dennoch großen Anklang. Er ist, um es kurz zu machen, ein lebender Widerspruch. Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ich seine Geschichte besser kenne als jeder andere. Ich habe mit ihm gute und schlechte Zeiten durchlebt, ihm mit weisen Rat und geschickter Tat zur Seite gestanden. So bin ich zu einem entscheidenden Teil seiner Geschichte geworden, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, meine Chronik fortzuführen und seine Taten und Abenteuer zum Wohle zukünftiger Generationen niederzuschreiben. Dann haben wir Lambert. Lambert war der jüngste und vielleicht auch der letzte Hexer Kaer Morhens. Er hatte seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis gestellt und von Povis bis Toussaint beachtliche Monster erlegt. Ferner hatte er sich den Ruf erworben, arrogant und mit sardonischem Humor gesegnet zu sein. Seine groben, vielleicht sogar übertrieben rauen Manieren brachten bisweilen selbst seine Hexerkollegen der Wolfsschule gegen ihn auf. Doch welche Schwächen er auch haben mochte, selbstredend hätte Lambert für seine Gefährten den Feuern jeder Hölle getrotzt. Rittersporn. Ich darf davon ausgehen, dass der werte Leser zu weltgewandt ist, als dass die Vorstellung meiner bescheidenen Person sowie der Rolle, die ich in der folgenden Geschichte spiele, noch erforderlich wäre. Daher werde ich sie aus reiner Gründlichkeit sowie für den Fall vornehmen, dass der Leser aus fernen Weltengegenden stammt, in die mein Ruf noch nicht vorgedrungen ist.
Jahrgang 1229. Warte mal, wie alt ist er dann? What? 1229? Dann ist er... Ja, okay, er ist 42. Ja, gut, das kommt schon irgendwie hin. Er ist 43. Ja. Begnadeter Poet und Bade, Absolvent der Akademie zu Ochsenfurt, etablierter Hofkünstler, unübertroffener Liebhaber von Damen in aller Welt angebetet, zäher Verhandler, vorzüglicher Redner. Dies ist das Bild Rittersporns, das üblicherweise aus den Berichten jener erwächst, die ihn kennen. Es ist natürlich geringfügig geschönt. Ich selbst sehe mich eher als demütigen Künstler und Diener der Muse, der beträchtliche Teile seines umfangreichen Werks der Tatsache schuldet, dass er ein enger Freund und unerschütterlicher Gefährte des Hexers Geralt war, ist und immer sein wird. Als gewissenhafter Chronist widme ich das vorliegende Werk Geralts Schicksal. Das ist sehr freundlich von dir. Dann haben wir noch Wesemir. Wesemir war das älteste lebende Mitglied der Wolfsschule und aller Wahrscheinlichkeit auch der älteste Hexer des gesamten Festlands. Und obgleich er nicht müde wurde, seit dem Untergang von Kaer Morhen über seine alten Knochen zu lamentieren, verschwendete dieser Meister des Hexerhandwerks niemals auch nur einen einzigen Gedanken daran, sich zur wohlverdienten Ruhe zu setzen. Mit grauen Haaren, doch immer noch rüstig, lehrte er die Kunst der Monsterjagd auch in seinen goldenen Jahren weiter. Mit großem Erfolg, denn er hatte sicherlich mehr Monster zu Gesicht bekommen als alle seine Schüler zusammen. In Geralts Jugend noch ein strenger und fordernder Lehrer, war Wesemir mit den Jahren mehr und mehr zu einem Adoptivvater und Mentor seiner Schüler geworden. Allzeit bereit, ihnen mit einem weisen Rat und ruhiger Hand zur Seite zu stehen. Im Frühling 1272, als unsere Geschichte beginnt, hatte Wesemir sich Geralt auf dessen Suche nach Yennefer angeschlossen und reiste mit ihm durch das kriegszerrüttete Temerien. Und Yennefer von Wengerberg. Der Hexer hatte die schwarzhaarige Zauberin vor gut 20 Jahren zum ersten Mal gesehen. Ihre Freundschaft und Gefühle füreinander entstanden in einem gemeinsamen Abenteuer mit einem Genius und einem Wunsch, der Geralt gewährt wurde und der ihr Schicksal unzertrennlich miteinander verband. Seit dieser Zeit erlebten sie eine ziemlich stürmische Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, Krisen und Trennungen. Geralts und Yennefers Liebe scheint der Beweis dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Vor einigen Jahren waren die beiden nach langer Trennung mit vielen Abenteuern wieder zusammengekommen. Ihre Zweisamkeit wurde jedoch durch die wilde Jagd gestört, die Yennefer gefangen nahm. Der Hexer brach sofort zu ihrer Rettung auf, verlor dabei aber seine Erinnerungen. Als er sein Gedächtnis wiedererlangt hatte, machte er sich sofort erneut auf die Suche nach seiner geliebten Zauberin. Ja, das reicht erstmal fürs Erste. Da werden noch viele, viele Personen dazukommen, das könnt ihr mir glauben. Und wir werden uns jetzt erstmal nochmal die weiteren Menüs angucken. Das waren nämlich noch nicht alle. Das klappe ich hier erstmal alles zusammen. Das ist dann für die Übersicht besser. Inventar hatten wir. Kommen wir zur Weltkarte. Die Weltkarte ist gewaltig. Aktuell sehen wir hier nur einen Teil der Welt. Das ist natürlich bei weitem nicht die ganze Welt. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Teil der Welt heißt. Mit Leertaste können wir die gesamte Weltkarte aufrufen. Das sind hier alle Gebiete, die wir hier sehen, werden wir im Laufe des Spiels noch bereisen. Wir befinden uns aktuell in Weißgarten. Dieses wohlhabende Dorf ist für seine Obstgärten bekannt, dessen Zweige im nächsten Frühling voller weißer Blüten stehen werden. Hier sehen wir Visima. Hier sehen wir dann Velen, das Niemalsland, also Nord-Temerien, Novigrad, Skellige, das Herzogtum Toussaint, was durch die Erweiterung Blood and Wine dazu kam, und Kaer Morhen. Können wir in die anderen Gebiete schon reingucken? Können wir tatsächlich, aber das will ich jetzt noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal nur in Weißgarten rein. Nun, was sehen wir hier? Wir sehen, dass es Quests gibt, wir sehen, dass es Lager gibt, wir sehen Anschlagtafeln und so weiter und so fort. Und auch noch einige unentdeckte Sachen, die wir erst noch erkunden müssen. Unsere aktuelle Quest ist halt jetzt Wesemir zu folgen und der Spur nach Yennefer nachzugehen. Dieses Anschlagbrett hier würde sich als erster Orientierungspunkt anbieten. Wir werden aber vermutlich jetzt erstmal hier in die Ortschaft reiten und uns dann nach und nach umsehen. Es gibt auch Schnellreisepunkte in diesem Spiel. Die werden wir dann, wie gesagt, auch nach und nach freischalten. Da sehen wir jetzt aktuell noch keinen, aber das kommt dann, wie gesagt, auch noch. Dann haben wir Quests. Diese Liste enthält alle Questaufträge, die du angenommen hast. Klicke auf eine Quest, um mehr über sie zu erfahren. Ja, wir haben aktuell Kaer Morhen abgeschlossen, das war ja der Traum. Und Flieder und Stachelbeeren ist die Quest, die wir jetzt aktuell machen.
Dann haben wir unser Charaktermenü. Hier können wir Skillpunkte einsetzen und Skillpunkte in diese freien Slots legen. Aktuell haben wir keinen einzigen Punkt verbraucht. Wir sehen bei Kampf hier zum Beispiel nur unsere Kernfertigkeiten. Dazu gehört der schnelle Angriff, der starke Angriff, die Verteidigung, Meisterschütze und die Kriegstrance. Nichts davon, wie gesagt, können wir jetzt wählen. Dafür müssten wir hier die Skillpunkte in diese anderen Skills stecken. Bei Zeichen sehen wir klar Art, Igni, Irden, Quen und Axi. Bei Alchemie sehen wir das Brauen, das Herstellen von Ölen, das Herstellen von Bomben, die Mutation und die Kräuterprobe. Und darunter halt übrigens immer jeweils die Quests, die Skills, die dazu passen. Dann haben wir hier allgemein. Da kann man alle möglichen Sachen skillen, von wir machen mit mittelschwerer Rüstung mehr Schaden, beziehungsweise wir erhöhen die Ausdauerregeneration, wir machen mehr kritischen Schaden und so weiter und so fort. Da kann man seinen Kampfstil halt ein bisschen anpassen. Hier kann man zum Beispiel skillen, dass die maximale eigene Vergiftung um 30 Punkte angehoben wird, dass das maximale Ausrüstungsgewicht um 60 erhöht wird. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier die Mutagene, die wir jetzt aktuell noch gar nicht haben, aber da kommen wir dann noch zu. Und hier haben wir das Meditationsmenü. Doppelklicke auf eine Uhrzeit, um festzulegen, wie lange du dich ausruhen willst. Leider ist es ja wohl so, dass wir dadurch nicht regenerieren können. Das können wir dann nur, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Ja, und das waren alle Menüs, die wir uns da angucken können. Ne, hier sieht man das auch nochmal ein bisschen netter vielleicht. Gar nicht schlecht. Hier sehen wir auch, welche neuen Gegenstände wir haben. Glossar, Bücher und Schriftrollen. Ja, das ist dann die unten. Und diese Menüs. Ja. Essen wir doch mal was. Ein Brot. Ja, da oben sehen wir jetzt, wie langsam unsere Lebenspunkte steigen. Ja, und dann würde ich sagen, war das doch für den Einstieg erstmal genug. Wir haben das Tutorial kennengelernt, wir haben einen Einstieg in die Geschichte kennengelernt, wir wissen jetzt, was wir am Anfang hier machen müssen und werden uns dann beim nächsten Mal ganz in Weißgarten hineinstürzen. Wir werden Wesemir folgen und schauen, ob wir hier irgendeine Spur von Yennefer finden oder was hier noch so abgeht. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall bei diesem monster-epischen Projekt dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.